Ja, danke schön, Elke, für alles. Wir werden dich im Büro auf jeden Fall vermissen. Und ich fand es toll, dich als Geschäftsführerin zu haben. Man kann sehr viel von dir lernen, auf jeden Fall. Und genau, wie geht es bei uns weiter bei der DigiGuess? Wir haben zwei neue mit dabei im Büro, mit denen wir jetzt, die wir jetzt den letzten Monat einführen konnten. Den einen kennt ihr auch schon, der war hier auch schon auf der Bühne mehrmals heute. Und den anderen kennt ihr wahrscheinlich auch, Tom und Epang. Kommt hoch. Jo. Hallo, willst du anfangen? Du warst ja schon auf der Bühne. Ja, kurz vorstellen. Also, ich bin schon viele Jahre hier in der Seabase und tatsächlich habe ich Kommunikationswissenschaft studiert damals mit Soziologie und Erziehungswissenschaft als Nebenfächern. Und in meiner Magisterarbeit habe ich mich mit freier Software in der Weiterbildung beschäftigt. Und darüber bin ich dann auch thematisch an so einige Sachen rangekommen. Das war hier Wizards of Oz und Open Source Geschichten und dementsprechend war ich dann auch wirklich interessiert an diesen netzpolitischen Themen und bin da halt irgendwie dann auch hängen geblieben und habe mich da ernster mit beschäftigt. Beruflich habe ich sonst diverse Geschichten gemacht. Die letzten Sachen waren einmal Bürgerbeteiligung für die Nachnutzung vom Tempelhofer Flugfeld und die Das letzte Jahr habe ich tatsächlich in einem kleinen Museum für Computerspiele gearbeitet. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier in der Netzpolitik bei der digitalen Gesellschaft gelandet bin und ja, hoffe, wir können da einiges reißen in der nächsten Zeit. Ja, das hoffe ich doch auch sehr. Ich glaube auch, ja, dass wir ein ganz gutes Team zu werden scheinen. Ich bin Tom. Ich habe diverse Dinge studiert, unter anderem die Juristerei, und habe entsprechend in den letzten Jahren als Anwalt gearbeitet. Komme also aus einer Welt, wo tatsächlich noch ernsthaft mit Faxen hantiert wird. Täglich, ständig, im Strafrecht vor allen Dingen tätig. Genau, nebenher bin ich auch im Vorstand des Grundrechtekomitees, komme also so ein bisschen aus einer ähnlichen Ecke wie Elke. Hoffe auch ein bisschen so die Perspektive mit reinzubringen, die Elke so ein bisschen beschrieben hat. Ich hoffe, das gelingt mir, natürlich mit weniger Erfahrung, aber vielleicht einem ähnlichen politischen Ansatz. Und ich bin auch Redakteur so einer kleinen Zeitschrift, Bürgerrechte und Polizei, Zilip. Kennen vielleicht ein paar Leute, ist so eine polizeikritische, ältere Zeitschrift. Und über die habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen Kontakt zur digitalen Gesellschaft gehabt, die da immer sehr kompetent war und auch die netzpolitischen Abende eher aus dem Archiv kennengelernt. Genau, ich hoffe, mich jetzt noch ein bisschen mehr in ein paar Themen einzuarbeiten. Es gibt wahnsinnig viel zu tun, das muss ich nicht betonen. Das hat Markus ja auch am Anfang schon nochmal eindrücklich dargestellt. Tausend Sachen stehen an, der Digital Services Act, die TEREC-Verordnung. Es gibt tausend Dinge. Wir werden da ein paar Schwerpunkte legen müssen, da wir ja irgendwie begrenzte Ressourcen haben. Aber insbesondere der netzpolitische Abend, glaube ich, wird ein großes Highlight bleiben, insbesondere der 111. natürlich, und aber auch alle anderen bis dahin. Und wir hoffen, möglichst früh ganz viele von euch sehen zu können und Kampagnen zu planen, gucken, wie wir zusammenarbeiten können, um vielleicht doch so ein paar größere Steine in den Weg zu legen, den herrschenden Verhältnissen. Genau. Ja, dann auf baldiges Wiedersehen.